Recht herzlich willkommen zur 44. Folge von Simotrans. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Zuckerrüben hier irgendwie hinkriegen und das lief irgendwie nicht. Ich hoffe, wir haben da nichts falsch gemacht. Lassen Sie mal gerade den alten Norddeutschen, das ist der richtige, ne? Ja, das ist der richtige Bauernhof, also das passt schon mal. Und die brauchen jetzt den Zucker dann. Gut, dann müssen wir da wieder hin und müssen gucken, dass wir den Zucker von dort... Warte mal, Druck. Ja, das ist noch voll vom letzten Mal, glaube ich, ne? Oder so, kann das sein. Ich gehe mal fast aus, da wird nichts abgeholt, deswegen läuft das nicht. Gut, das bedeutet, lass das Fenster mal offen. Wir gehen rüber zu unserem Städtchen. Und hier in das Depot rein. Da brauchen wir jetzt einen LKW dann, der Zucker transportieren kann. Ne? Müsste ja eigentlich ganz unten sein. Zucker. Der Anhänger wäre das. Also der. Ah, jetzt haben wir den schon gekauft. Ne? Wir wollten eigentlich nur angucken. Ne? Aber das ist 96, das ist 1,92. Das wäre da identisch. Ne? Wie viel kann der Anhänger? Der kann nochmal 6 Paletten auch fürs gleiche Geld. Also der fährt 80. Der fährt 80 und der fährt sogar 84. Das bedeutet, den wieder weg. Ich nehme den. Der gleiche LKW kann das. Was der andere mit Anhänger kann. Und fährt noch schneller und wird wahrscheinlich auch besser beschleunigen. So, Fahrplan bedeutet von dort. Lass mal den da stehen. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das machen wir anders. Wir hatten ja jetzt hier nicht auf der anderen Seite noch irgendwo so ein... Ne? Ne, haben wir nicht gehabt. Dann lass mal gerade die Dingens einblenden. Okay, der ging nur bis hier. Das passt dann. Ja. Ne, ich glaube, wir bauen da nochmal einen zweiten dran. Ne? Sonst tun die sich nachher da gegenseitig im Weg stehen. Ne? Das ist besser so zu machen, denke ich mal. So. So, dann haben wir da die zweite Station. Und wir löschen diesen hier. Ne, hinzufügen war schon richtig. Und bauen den dahin. Und dann müssen wir jetzt hoch. Warte, dann kann ich hier hinklicken. Dann kriegen wir da den direkten Kontakt dahin. Und der fährt dahin. So in Döbeln machen wir noch 100% Laden. Wir haben extra den so gemacht. Dann ist das eine neue Linie. Und diese Linie lassen wir jetzt mal so stehen oder nicht? Nein, ändern wir noch um. Zucker. Döbeln und Minus und wie hieß der andere Ort? Adenau. So, wollen wir hoffen, dass das jetzt hier funktioniert hat. Und das kann zu. Ne, der muss erst gestartet werden. So, der fährt jetzt. Obwohl, im Endeffekt könnte man auch zwei, dann müssen wir mal gucken, vielleicht brauchen wir den gleich noch, das kann auch noch sein. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass der LKW kommt. Das wird aber so sein, denke ich mal. Der muss ja schon hier irgendwo unterwegs gleich sein, ne? Da noch nicht. Das könnte schon sein, da, oder? Der ist schon so flott unterwegs, das muss der Zucker-LKW sein. Ist er auch. Dann verfolgen wir den mal. Beziehungsweise wir folgen den nicht, sondern wir gehen mal zum norddeutschen Bauernhof und klicken hier nochmal den LKW an, weil das würde mich ja dann auch interessieren, wenn er gleich losfährt. Weil, wenn er da jetzt was abholt, dann müsste das ja gleich so sein, dass die produzieren wieder, ne? Auch die produzieren auch schon, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Ist da gerade was umgeblättert? Nein, die produzieren auch.
Ja, weil jetzt nämlich von hier aus zum Bahnhof rüber gemacht, also zum Haltestelle, zum Lagerplatz gemacht wird, ne? So sieht's aus. Hier liegt jetzt der Zucker, ne? Genau, deswegen produzieren die wieder. Läuft. So, er kriegt da unten aber noch nichts. Und die kann man nicht sehen, ne? Da sieht man nicht, ob die produzieren, weil die liefern direkt hierhin, wenn. Gut, er ist voll, ne? Und fährt jetzt zurück. Das funktioniert jetzt sozusagen. So, der Zucker wird also jetzt zur Großbäckerei gebracht. Und die Großbäckerei kriegt gleich Zucker. Und dann sollte das funktionieren, die Kette, würde ich sagen. Oder haben wir da noch was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Ist leider hier ein bisschen verrutscht alles. Albert-Hafen, Dresden. Mühle, Arbeiter. Weil dieses Fenster ist leider kaputt. Ändert sich auch nichts, wenn ich in der Größe was ändere, ne? Ne. Geflügelhof ist klar. Ich glaube, das ist hier der dritte Button, ist die Zuckerfabrik. Nein, das ist, da doch, ist die Zuckerfabrik. Und hier ist vielleicht noch einer hinter, geht sogar. Okay, was gibt's da? Mehl. Mehl. Ich weiß aber gar nicht, wo die sind. Sollen wir die Karte aufmachen, ne? Wird da unten auch angezeigt. Okay. Glaube, hier war der Hof mit dem Dingens. Genau. Und da ist die Mehlbude. Hier oben ist ja Döbel, ne? Müssen wir mal gerade raussuchen, wie weit ist denn das so von der Straße ab? Da, wenn wir nach da gehen, wie weit ist es zu dem Hof? Okay, die warten hier schon alle. Ja. Die Norddeutsche Mühle. Ist die große. Die Klosterbrauerei ist es dann wohl. Das ist wohl die hier, ne? Sieht so aus. Was haben wir da noch? Wo ist denn das? Achso, das ist mit dem Zug, wird da angeliefert, ne? Tierfutter, die kriegen auch was, okay. Dann haben wir da noch, aber das ist. Was ist das? Tierfutter? Ne, ich glaube, das ist. Wenn. Wäre es der Markt, aber ich glaube nicht, dass der Markt da was braucht, oder? Ne. Ne, da zeigt er die Stadt wahrscheinlich an oder so. Keine Ahnung. Das ist schade, dass das hier so schlecht ist. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Liefert nur zur norddeutschen großen Bäckerei. Das wäre da. Und der kriegt von dort. Von dort. Da. Okay, die werden dann auch dahin liefern. Getreidehof, was ist denn der? Okay, ach so, das haben wir da unten angeschlossen, genau, oben. Passt schon. Da warten Zuckerrüben. Das läuft also, der ist weg. Der ist nie mehr da, der ist irgendwo anders. Da oben ist er, hat gerade abgeliefert. Das heißt, die Zuckerrüben laufen auch. Gut, er bringt das da auch hin. Müssen wir nur gucken, da könnte wahrscheinlich mehr abtransportiert dann werden. Das haben wir nicht gemacht, ne? So. Die waren da, die Zuckerrüben. Ich glaube, da schicken wir den zweiten LKW noch drauf, ne? Dann gehen wir nochmal in das Depot.
Hier lang muss das sein. Bisschen höher. Und schmeißen den nochmal auf die gleiche, mit dem Anhänger aber da dran. So, döbeln. Starten. Passt. Jetzt hatte ich gerade schon gesehen, dass da was nicht in Ordnung war hier. Da müssen wir mal gerade gucken, wer da unten so rumdümpelt auf Linie 32. Niemand. Linie löschen. Und diese? Das sind die Zuckerrüben, ne? Dann machen wir da mal den Rüben. Döbeln. Mehr schreibe ich da gar nicht dran, das soll so reichen. Gut. Steht natürlich rote Zahlen, ne? Aber irgendwann wird sich das ja rentieren. Spätestens dann an der Kuchenbackbude, ne? Gut. Hier könnten wir jetzt mal gucken, wie die Abdeckung so in den Städten ist, weil unsere Kette läuft ja jetzt erstmal gerade. Passt. Dann haben wir hier noch irgendwo. Passt auch. Da war nichts mehr, ne? Döbeln hat mal geguckt, das ist auch abgedeckt. Dann hat man hier unsere vier Städte. Sondershausen ist abgedeckt. Ah, hier liegt jetzt einer draußen, da müsste man dann schon was machen. Also müsste nicht, sondern kann dann was machen, ne? Straße ist ausgewählt, holen wir gerade den Vordergrund. So, das wäre dann so und so. Und die Bushaltestelle dahin. Passt. Und dann müssen wir die Linie hier ändern für den Stadtbus. Ist das ein Stadtbus oder noch nicht? Ich glaube, hier gibt es noch keinen Stadtbus, ne? Linie. Vier Städte. Genau, und da sind noch drei davon, die schon überholt sind. Die ganze Linie macht Verlust, oder wie sehe ich das? Gut, dann würde ich sagen, setzen wir nachher einen da drauf, aber wir bauen erst eine neue Linie, ändern, ne, neue Linie. Der da war es, ne? Wie kann ich denn jetzt hier? So. Neue Linie. Vom Rathaus? Ne, wir kommen am besten von da unten, fahren dahin. Fahren dahin. Fahren wir dann zum Rathaus? Nein, wir machen erstmal eine Stadtrundfahrt, oder? Und dann wieder dahin. Halten aber einmal da an. So, das ist eine neue Linie dann. Und der heißt Stadtbus Lauter. Enter. Und dann müssten wir die vier Städte Tour. Da haben wir daneben geklickt. Dann nehmen wir mal einen runter. Diesen Bus. Nicht laden. Der soll sie erstmal alle loswerden. Und wenn er sie los hat, der fährt jetzt natürlich nach Floto. Ich hoffe, der lädt die da alle in Floto aus. Weil da ist ja auch der Hafen. Einer ist natürlich noch drin. Der will nach Waldeck. Waldeck, Rabengasse. Dann fahren wir jetzt nach Waldeck, Rabengasse direkt hin. Und gucken, dass wir den einen auch noch loswerden, ne? Gut. Dann haben wir das geändert. Dann müssten wir jetzt die Linie hier nur ändern, ne? Machen wir mal. Lauter löschen wir dann. Irgendeine Bushaltestelle raus. Ja, ich glaube, wir lassen die
Mittelgebirgs, ne? Die lassen wir. Salzburger Straße raus. Da raus. Und dann kann auch noch einmal der raus. So, und dann passt's wieder, ne? Ja, sollte so gehen. So, und er kriegt jetzt dann gleich diese Fahrroute hier. So, ich glaube, wir lassen mal schneller laufen. So, da ist er weg. Dann das Fahrplan ändern. Und jetzt kriegt der Stadtbus lauter. Zack. Und da sollte der jetzt hinfahren. Gucken wir mal, dass er da hinkommt schnell. So, ich glaube, er ist auf dem Weg nach hier. Das können wir zumachen, das können wir auch. Nee, das können wir noch nicht zumachen, weil wir wollen ja die Städte weiter gucken. Da kommt er. Salzburger Straße fängt er an, das ist da oben. So, dann mal los. Gleich ist er da. Und dann wollen wir hoffen, dass da Leute einsteigen, ne? Jo, 19 Leute, reichlich. Und die wollen alle woanders wohl hin. Innerstädtisch will keiner irgendwo hinfahren. So, alle ausgestiegen, weil da geht's von aus weiter, genau. Und von dem Rathaus aus will auch keiner in die anderen Stadtteile. So, hier wird es natürlich schwer sein, weil nur das eine Feld ist. Dass da einer einsteigt, aber das ist erstmal so. Und da sind sogar zwei, kaum zu glauben. Die wollen über Dingens auch weg hier, übers Rathaus umsteigen. So. Und dann hier in die Gasse rein. Und wie viel sind da? Nochmal 10 dabei, also 8. Und wenn das immer so ist, dann ist der richtig gut unterwegs, ne? Daraus will keiner, da sind 6. Oh, da will einer innerstädtisch transportiert werden, cool. Der will jetzt nach Altona. Zwei Passagiere lauter Mittelgebirgs. Und guck an, ach, das ist der Dingens. Okay, nee. Naja, okay, das passt. Gucken wir mal weiter. Hier war ein Städtchen, das hatten wir schon. Dann haben wir hier rechts noch Waldeck, ne? Genau, das ist aber alles im Rahmen. Und hier ist auch alles dran, oder? Passt. Dann Riedenburg. Gucken wir, das wächst tatsächlich jetzt. Seitdem wir die Straße dahin gebaut haben. Dann sind wir wo? Hier, ne? Gibt es noch einen Ort, genau. Und von da aus müssen wir nur nach da drüben, da ist dann der zweite, ne? Alles abgedeckt. Gut, läuft. Karte kann zu. Und ich würde sagen, Folge beendet für heute. Dann schauen wir nächstes Mal rein, wie die Zuckergeschichte so läuft und so weiter und so fort. Und vielleicht machen wir die zweite Mehlgeschichte noch dazu. Das müssen wir dann mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.